Austrofred, die Welt kennt Sie als Rockstar, die Welt kennt Sie aber auch als Buchautor und Schriftsteller von Format. Im Moment stürmen Sie die österreichischen und internationalen Bestsellerlisten mit Ihrem neuen Buch »Die fitten Jahre sind vorbei«. Ist der Titel dieses Buchs programmatisch zu verstehen? Aufs erste Hinsehen haben Sie ja noch einen Mörderkörper mit Sixpack und allem drum und dran, wie es sich für einen Austrofred gehört. Inwiefern sind die fitten Jahre vorbei? Ich muss einmal vorausschicken, dass der Titel, der ist mir einfach eingefallen, hat mir gedacht, das ist ein guter Witz. Und so ist es öfters, dass man sich denkt, das ist ein das fort. Die fitten Jahre sind vorbei, nicht die fetten Jahre, nicht der Josef in Ägypten sagt das, sondern der Austrofred sagt, die fitten Jahre sind vorbei. Aber man dachte, das ist ein guter Witz, wie fühle ich das jetzt? Und dann bin ich draufgekommen, oder bin ich draufgekommen, sondern ich habe es ja selbst quasi erlebt am eigenen Körper. Man lässt nach, jetzt bin ich ja schon um den 50er, um und um. Ne? Man ist kein Jugendlicher mehr. Ich habe es auch in meinem Buch geschrieben. Ein 20-jähriger Fußballer braucht einen Tag zum Regenerieren. Ein 30-jähriger Fußballer braucht 2 Tage zu regenerieren nach einem wichtigen Spiel. Nicht. Und so setzt sich das fort. Und da wird man dann schon ein bisschen seniert. Was macht man mit dem im Verfall befindlichen Körper? Was macht man mit seinem Leben in so einer Lebensphase? Und ab da hat es dann schon gerattert. Habe ich gewusst, da schlummert was, da schlummert der Buch. Die entscheidende Frage, gerade in der Lebensmitte, ist natürlich die Frage, wie schafft man es, gleichzeitig so jung, so gut aussehend und so erfolgreich zu sein und zu bleiben wie Sie? Wie machen Sie das? Naja, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich Rocksänger bin. Das heißt, ich kann mich gar nicht irgendwo zurückziehen und nur in der Vergangenheit leben, sondern ich gehe allabendlich, also in normalen Zeiten gehe ich allabendlich fast auf die Bühne, habe Menschen, die mir zujubeln, das hält dann jung. Da hat auch immer was im Kopf, das nächste Projekt. Ich glaube, das an für sich reicht schon. Ein paar Fitnessübungen schon wahrscheinlich auch nicht, aber letztendlich ist man, glaube ich, im Kopf am fittesten. Ich würde. Ihre wahrscheinlich einzige Problemzone, so schreiben Sie in Ihrem Buch, ist das Haupthaar. Man kann es nicht verleugnen, man sieht es auch doch deutlich, es wird weniger. Ist das ein Problem für den Austrofred? Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen wie soll man sagen, konsterniert, weil natürlich, ich habe selber ein Buch geschrieben, aber wenn man es dann gefragt wird, ist es natürlich wieder was anderes, wenn es von außen kommt und auch eine Beobachtung vielleicht ist. Ja, ich muss ehrlich sein. Ja, klar, das ist der journalistische Beruf, das ist mir schon klar. Ja, Haare werden weniger, gut, hilft eh nichts, kann man nichts machen. Aber ich versuche das positiv auch damit umzugehen. Ich habe mir so ein bisschen ein Ritual überlegt, dass ich da immer, wenn mir Haar ausfällt, dass ich mich da ein bisschen davon verabschiede und sage, Haar, du hast mir gute Dienste geleistet, ohne die machen wir jetzt weiter. Und natürlich, wenn die Haare ein bisschen weniger werden, das ist ja auch nicht schlimm. Es gibt sehr schöne Menschen mit Glotzen. Auch sehr schirche, muss ich auch dazu sagen. Und ich habe es nicht ausgesucht, aber man kriegt sie. Also. Im Vorwort Ihres Hammerbuchs verwenden Sie das unschöne Wort Midlife Crisis. Ganz kurz nur, aber Sie verwenden dieses Wort. Was ist da los? Der Austrofred in einer Midlife-Crisis, kann das sein? Wie äußert sich die? Naja, Midlife-Crisis, ich habe es im Buch nur erwähnt, damit man es gleich beiseite schirmt. Das ist so ein unschönes Wort, weil das klingt so, als hätte man eine Krise mitten im Leben. Und letztendlich ist es so, dass eigentlich nur einfach eine schwierige Zeit in den besten Jahren ist, so würde ich das jetzt einmal formulieren. Und da kann man dann schon auch drüber, indem dass man sich auf positive Sachen verlagert. Das kann zum Beispiel bei dem einen kann das ein schönes Auto sein, bei dem anderen vielleicht die Wiederentdeckung der Liebesfähigkeit. Das sind positive Sachen. Und bei mir ist es vielleicht auch der Kontakt zu meinen Fans. Dieses Buch ist ja auch ein Buch, wo ich in Kontakt trete, in einen Dialog trete mit meinen Fans und das hält mich auch jung.
Ihr Buch, Sie haben es gerade angesprochen, verdankt sich einem Experiment. Sie wollten in den sogenannten sozialen Medien in einen Dialog mit den Hunderttausenden von Austro-Fred-Fans in aller Welt treten. Die Aficionados durften Ihnen Fragen stellen, Sie haben die beantwortet. Waren Sie überrascht, dass Ihnen so viele Fragen gestellt wurden, dass es so ein überwältigendes Echo gegeben hat auf diese Aktion? Ich war auf jeden Fall nicht unbedingt überrascht, aber so freudig und bewegt eigentlich, dass so viele Leute den Dialog zu mir suchen und dass so viele interessante Fragen auch kommen. Und die Leute wollten von mir was wissen, quasi über das Leben, über meinen Beruf natürlich. Das fasziniert natürlich die Menschen, wenn einer auf der Bühne steht, ganz oben. Wie schaut es hinter der Kulisse auch aus? Und es waren auch durchaus auch Fragen dabei, wo ich mich ein bisschen beschäftigen habe müssen mit dem Leben, mit der, ich sage jetzt ein ganz großes Wort, mit der Conditio Humana. Jeder Mensch lebt ja ein beispielhaftes Leben. Jedes Leben ist ja per se interessant. Meins vielleicht ein bisschen interessanter als andere, das gebe ich schon zu. Aber von meinem Beispiel dann aufs Ganze zu schließen, das war natürlich ganz interessant. Ich würde Ihnen da zustimmen, so eine Conditio Humana ist nicht nix, aber auch die Cholesterinwerte sind wichtig. Auch darum geht es in Ihrem Buch. Ihr Fan Gisela zum Beispiel schreibt Ihnen, Austro-Fred, sie mache sich Sorgen um ihre Cholesterinwerte. Gisela hat offenbar der Massenpresse entnommen, dass es da unschöne Werte dann und wann gegeben hat. Und Gisela hat auch der Presse entnommen, dass sie einen hohen Fleischkonsum haben. Und sie hat da offenbar einen Konnex hergestellt zwischen beidem. Gut, hoher Fleischkonsum darf einen nicht wundern bei einem Oberösterreicher wie Ihnen. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu tierischer Nahrung beschreiben? Also ich muss schon mal vorausschicken, ich bin schon ein Fleischtiger. Das ist ja auch, sage ich jetzt einmal, kulturell bedingt. Nicht alle österreichischen und mitteleuropäischen Traditionsspeisen sind Fleischspeisen. Das ist ja so, plus Mehlspeisen natürlich. Drum, also, und gute Händelsuppen oder sowas gibt es natürlich auch. Aber das ist so. Und Ihnen schmeckt alles? Mir schmeckt im Prinzip alles. Ist auch ein Salat. Also überhaupt kein, ohne Wimperzucken eigentlich. Ist ja durchaus ein Salat, aber natürlich beim Salat weiß man ja nie, wo es jetzt wirklich drin ist. Wenn du jetzt in ein Lokal gehst, der Salat, der kann schon lange stehen. Das kann dann natürlich passieren und beim Fleisch eigentlich in Wirklichkeit, das kommt immer weg, weil das essen ja die Leute gerne. Also es ist ja von dem her sicher. Und natürlich, was halt die Gisela da halt nicht mitbedacht hat, nicht, das ist ja wieder, dass man in einem anderen Menschen oft nicht rein sieht. Wenn man sich meinen Beruf anschaut, ich bin oft stundenlang unterwegs, im Auto, im Zug, dann habe ich Konzerte, dann kommt ein soziales Beisammensein nach einem Konzert, nach einem Auftritt, nach einer Lesung. Dann komme ich oft um 5 Uhr erst ins Bett. Ja, natürlich brauche ich eine kräftigende Nahrung, das ist ganz klar. Trotzdem ist einem Austro-Fred das Tierwohl natürlich nicht gleichgültig. Wie würden Sie da Ihre Philosophie beschreiben? Naja, mir ist natürlich schon wichtig, dass ich auch weiß, jetzt, wenn ich ein Schnitzel esse, dass das Kalb nicht jämmerlich zugrunde gegangen ist. Und ich habe auch immer so einen kurzen Gedanken, ich möchte nicht fast sagen, ein Gebet, sowas gibt es in unserer säkularisierten Welt schon fast gar nicht mehr. Was ist eigentlich im Gedanken? Ist es ein Gebet, dass ich sage, Bruder Kalb, ich danke dir für diesen Tafelspitz. Und ich glaube, das ist was, wo man dann auch wieder ein Fleischkonsum auch wieder möglich ist. Auf Augenhöhe. In Ihrem Alter, Austro-Fred, ist auch Gesundheitsvorsorge ein großes Thema. Sie haben in Ihrem Buch einige wertvolle Tipps parat. Eine gründliche und intensive Prostata-Untersuchung, so schreiben Sie, hat noch niemandem geschadet. Sind Sie dieses urologisch etwas heikle Thema in Ihrem persönlichen Leben schon angegangen? Ja, natürlich. Also kurzzeitig. Seit ich 40 bin, nicht, habe ich mir dann überlegt, was muss man machen. Ab 40 muss man sagen, Prostata-Untersuchung regelmäßig, also alle 2-3 Jahre gehe. Also 4-mal, ja, das müsste halt hinkommen. Müsste halt eigentlich hinkommen. Ich mache immer brav so Vorsorgeuntersuchungen oder so, weil man denkt, nicht, das ist, man hat ja nur das eine Leben, das sollte man sich schon irgendwie auch erhalten. Ist auch Arbeit natürlich, dass man so einen Körper so eigentlich auch in Shape hält, wenn man wieder modernen Wort sagt, aber das muss halt so sein. Auch eine Darmspiegelung haben Sie schon gemacht. Vor kurzem lese ich, hat der Austro-Fred die Variante mit oder ohne Narkose gewählt? Ich bin ein Mensch, der alles, was ihm entgegenkommt, was das Leben so bietet, zur Gänze erleben will. Auch den Moment quasi auskostet, so auch
so auch die Darmspiegelung, weil man gedacht hat, das will ich erleben, da würde ich davon erzählen können. Und es war tatsächlich interessant, nicht, weil man ja dann doch auch wieder auf Gegenden, Stellen, Bereiche im Körper draufkommt, die man vorher nicht kennt hat. Auf einmal verspürt man da, ich will niemanden abschrecken, nicht, ich würde nicht sagen, dass man da einen Schmerz verspürt, aber man verspürt doch ein Wurm. Würde ich das mal formulieren? Ein inneres Wurm. Ein inneres Wurm. Und wo man sich denkt, aha, es gibt doch mehr in einem Körper, als unsere Schulmedizin sich erträumen lässt. Wollen wir das Thema Darmspiegelung noch kurz vertiefen? Auf einer Skala von 0 bis 10, was den Aufregungs- und Erregungswert betrifft, auf welcher Stufe würden Sie diese Darmspiegelung ansiedeln? Also 0 ist mörderlangweilig und 10 ist mega spektakulär. Wo ist die Darmspiegelung, dieses innere Wurm aus Ihrer Erfahrung heraus anzusiedeln? Da würde ich sagen, eine 5. 5, es ist nicht alltäglich. Es ist jetzt auch nicht schön, weil bei 10 würde ich wirklich auch sagen, das ist ja was, was mich jetzt begeistert. Wenn mir jetzt zum Beispiel auf der Straße überfallen wird von einem Meuchelmörder oder, sei es, oder ein Räuber oder was ich weiß, dann ist das zwar aufregungstechnisch eine 10, aber ich würde ihm trotzdem keine 10 geben, weil es nicht, auch nicht super ist. Das, also, da würde ich sagen, das ist dann 8 oder so. Also bei 10 würde ich wirklich sagen, tolle, lebensverändernde Erlebnisse. Zum Beispiel? Mein erster Blauschimmelkäse. Also das war tatsächlich, muss ich sagen, es wirkt jetzt wie ganz was Kleines. Das Kind habe ich nicht mehr. Dann viele Jahre später, gar nicht angeschaut, und dann tatsächlich habe ich dann mal einen Blauschimmelkäse gegessen und es war so richtig wuff. Also es gibt manchmal so, bei Essen gibt es das manchmal. Sicherlich auch bei Musik, wenn man sich jetzt überlegt, dass man hin und wieder mal was hat. Natürlich als Jugendlicher, wo sich so Welten auftun, und gerade in meiner Generation, wo man so Rockmusik entdeckt hat und noch nicht alles sowieso schon irgendwo vorbeigeflogen ist, wie YouTube und etc., sondern man hat sich das erarbeitet und vor allem ist wieder eine neue Musik aufgetaucht, wo man sich denkt, uff, also solche Sachen, genau. Auch Literatur natürlich, klarerweise, ist weg. Fällt Ihnen eine 10er-Erfahrung aus dem Bereich der Pop-Rockmusik auf Anhieb ein? Was war eine 10er-Erfahrung in Ihrem Leben? Ja, da gibt es natürlich viele, also für mich natürlich ganz klar Freddie Mercury, das erste Mal, wie ich mit Queen-Musik in Verbindung gekommen bin. Ich weiß das auch noch sehr gut. Da hat es bei uns in Sierning, Oberösterreich, hat es einen Hartlauer gegeben. Und ich wollte mir eigentlich andere Platten kaufen und hat sich die aber anhören können. Das ist gerade eine neue Queen-Platten rausgekommen und ich habe mir die dann quasi auflegen lassen und habe da reingehört und das war für mich eine total neue Erfahrung, weil Sachen drinnen waren, die ich aus der handelsüblichen Radiopopmusik jetzt nicht so kennt habe. Da waren Rhythmuswechsel drinnen zum Beispiel und Chöre und auf eine andere Art. Das ist nicht alles nur viel dahingegangen, sondern das war schon Pop, aber mit einer kunstvollen Richtung dazu. Das habe ich total geflasht. Das war so richtig wuff. Ob da waren dann Sachen anders. Und ich glaube, 10er sind dann sowas, was dann auch wirklich so verändert. Dann darf ich Sie zum Schluss unseres Gesprächs zu einem kleinen Word-Rap einladen. Das verbinde ich mit dem Wort Bücher. Eisenbahn, lesen, Zug fahren. Ich lese sehr gern beim Fahren, auch im Bus, Tourbus, sitze hinten, lese. Ein Roman, der mich geprägt hat. Fürst der Phantome von Anthony Burgess. Das war für mich ein großer Roman, der sehr vielschichtig ist, wo Moral vorkommt, aber immer wieder gebrochen wird. Das finde ich immer ganz, ganz interessant, wenn man so weiß, der Autor hat jetzt nicht so eine Linie, ein Programm, das er durchführen will, sondern eine Thematik, auch eine moralische Thematik, wird aus verschiedenen Blickpunkten betrachtet etc. Lyrik lese ich? Eher wenig, muss ich sagen, weil dann, ich schalte nicht mehr ab. Ich schreibe aber selber so, wenn ich im Zug sitze, hin und wieder mal ein Haiku. Das mache ich, weil das ist ja, gute Fingerübung. Dabei werde ich schwach. Viele Arten von Schokolade, würde ich jetzt einmal sagen, weil das ist tatsächlich was. Man sieht es Gott sei Dank fast nicht, aber eher helle Schokolade, ehrlich gesagt. Genau. Kap Dänemark ist auch so ein überhaupt Eis, überhaupt süße Sachen eigentlich. Das regt mich wirklich auf. Was regt denn mich auf? Wenn wer
gescheiter tut, als er ist. Was Gott sei Dank bei mir selber nicht der Fall ist. Das, bin ich immer, das ist immer das Wichtigste, dass das bei mir nicht so rumkommt, als wäre er sehr gescheit und würde es wissen. Ich weiß jetzt sehr viel. Aber wenn wer anders glaubt, er weiß recht viel, dann regt man das auf. Das ist typisch Oberösterreich. Typisch Oberösterreich. Stifter, Bruckner, Baldwin Sulzer, Ila Craig. Musikalisch einmal betrachtet und literarisch. Und was ist noch? Von Franz Zobel gibt es einen guten Satz, ich habe in meinem Buch ihn eingebaut, der Satz, das, was ich gewusst hätte. Da schreibt der Franz Zobel, das ist der typisch oberösterreichische Satz und ich glaube, er hat recht. Der Sinn des Lebens für den Austrofred ist es? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir lange die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt. Ich stelle mir es jetzt nicht mehr, beziehungsweise ich stelle mir es anders. Ich habe das alles niedergebrochen für mich selber und stelle mir nur die Frage, was ist der Sinn des Tages? Und wenn der Früh munter wird, denke ich mir, was habe ich heute vor? Was mache ich? Wie mache ich mir es schön? Schaue ich, dass ich nicht in Streit gerate, zumindest in keinen sinnlosen. Oder dass ich vielleicht sogar wem was Gutes tue. Gut, das muss dann schon, da muss schon ein sehr guter Tag sein. Aber auf jeden Fall bringe ich es nieder auf einen Tag. Und dann denke ich mir, wenn sich ein sinnvoller Tag an einen anderen sinnvollen Tag reiht, eine sinnvolle Woche, an eine sinnvolle andere Woche und ein sinnvolles Jahr, wird es am Schluss hoffentlich ein sinnvolles Leben ergeben.